Liebe Freunde, Karneval fällt aus. Karneval findet nicht statt. Was für ein Quatsch! Das geht doch gar nicht. Solange es Ostern gibt und Aschermittwoch gibt, wird es immer Karneval geben. Vielleicht in dieser Session nicht so, wie wir das gewohnt sind, mit Rosamontagszug und den großen Sitzungen. Aber das gibt's ja auch erst seit 200 Jahren. Früher hat man sich einfach schön hingesetzt und herrlichen Blödsinn miteinander gemacht. Man hat eine Zeit gefunden, in der man miteinander in der Vorbereitung auf die Fastenzeit noch einmal ausgelassen gefeiert hat und Spaß miteinander gehabt hat. Und das darf und das wird nicht ausfallen. Da bin ich total sicher. Vielleicht freut sich ja auch der ein oder andere, dass dann in diesem Jahr am 11.11. nicht so viele Menschen zum großen Trinken und zum Alkoholkonsum hier in die Stadt kommen. Und vielleicht freut sich der ein oder andere, weil er sagt, ja, die Sitzung, die zur Stehung geworden ist mit den lauten Bands, ist auch mal gut, wenn man darüber nachdenkt. Wichtig ist, dass wir die Freude nicht verlieren und die Zeit der Freude miteinander begehen. Im Übrigen ist das schon in den vorangegangenen Jahrhunderten so gegangen. Also zum Beispiel 1729, die haben sich die Nonnen des Klosters an St. Mauritius am Donnerstag vor Karneval zusammengetan und sind in weltlichen Kleidern durch die Gänge gehüpft. Das war der erste Viva Fastelovend, muss man sich vorstellen. Und wenige Jahre darauf haben die Jesuiten gesagt, nein, dieses wilde Treiben hier, dieses Ausgelassene auf den Straßen unterwegs sein, da müssen wir etwas gegen unternehmen und haben stattdessen Fastnachtsspiele erfunden und ausgerichtet. Also es gab zu allen Zeiten immer eine große Kreativität, wie man miteinander feiern kann. Und diese Kreativität, die sollten wir wiederentdecken. Jenseits des alten, eingefahrenen, uns neu die Frage stellen, wie könnte es denn sein? Wir sind uns doch einig, nichts machen ist keine Alternative. Und in diesem Sinne hoffe ich und wünsche mir, dass wir froh und ausgelassen feiern werden. Und wir werden bestimmt kreativ genug sein, damit das gelingen kann. In diesem Sinne eine schöne und gute Vorbereitungszeit und für jetzt erstmal einen frohen und gesegneten Sonntag.